Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns der Luftenergie vom Wassermann zu. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, liebe Jungfrau. Eine Karte für dich, für diese Dekade. Uch, das war sie schon. Okay. Ja, es fühlt sich gut richtig an. Oh, okay. Schön. Leichtigkeit in dein Leben. Leichtigkeit kommt in dein Leben. Du kannst in dieser Dekade wirklich recht glücklich sein und die Sonnenseiten des Lebens genießen. Vielleicht auch in Erfolg richtig baden, ne? Also einfach glücklich sein, einfach die Fülle deines Lebens zu genießen, das ist wichtig. Und das kannst du in dieser Dekade gut tun. Alles wird sich ein bisschen entspannter anfühlen, alles wird sich ein bisschen leichter anfühlen. Die Kommunikation mit den Mitmenschen um dich herum wird offenherzig und ehrlich, vertrauensvoll sein und das gibt dir auch tatsächlich viel Vertrauen in die Welt. Erkenntnisse könnten dir auch kommen. Es könnte sich etwas für dich aufdecken, etwas Positives, dass dir irgendwie etwas klar wird oder dass du etwas Wichtiges erfährst, was dir dann halt auch ein gewisses Vertrauen in die Welt gibt. Erfolge können sich einstellen und man kann einfach mal die Füße hochlegen und die Seele baumeln lassen. So sagt man, ne? Auf welche Lebensbereiche bezieht sich das bei dir? Du hast auch sehr viele nostalgische Gefühle. Du denkst viel an die Vergangenheit nach. Viel über die Vergangenheit nach. Du du reflektierst auch einige schöne Erinnerungen. Ich glaube, das sind eher die schönen Erinnerungen, die dir hier ins Bewusstsein kommen. Aber vielleicht solltest du auch einige negative Aspekte nicht aus dem Blick verlieren. Die Karten hier sagen mir, dass du dich auch von etwas befreien solltest. Nostalgische Gefühle können ja auch trügerisch sein. Man beurteilt viele Situationen viel positiver im Nachhinein, als es im Moment war. Andersrum, die negativen Erfahrungen werden oft dann, also es wird ein Gefühl bewertet im Nachhinein, ach, so schlimm war das ja in dem Moment gar nicht, ne? Und dann lässt man dann halt auch ein paar Schwierigkeiten, lässt man so ein bisschen außer Acht. Hier gibt es auf jeden Fall eine Erinnerung oder eine Erfahrung, von der du dich befreien solltest, die du jetzt loslassen kannst. Und die dir dabei hilft, mehr Unabhängigkeit im Hier und Jetzt zu erfahren. Du sollst hier transformieren. Das ist sehr schön. Du wirst dich weiterentwickeln in dieser Energie. Ganz von selbst. Du wirst hier irgendwie zu einer neuen Kraft finden und persönliches Wachstum erfahren. Dich selbst finden und auf diese Art dich selbst entfalten. Das wird zum Ende der Dekade passieren. Und wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir auswirkt. Nee, ach, das sind ja, Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Ich wollte natürlich sagen, mit welchen Schwierigkeiten hast du es in dieser Dekade zu tun? Mit welchen Herausforderungen? Die 9 Schwerter. Die alten Erinnerungen, alte Verhaltensmuster, alte Denkmuster, die man in der Vergangenheit gelernt hat, die aber heutzutage keinen Bestand mehr haben oder einfach nicht mehr nützlich für einen sind, alt und verrostet sind und nicht mehr funktional sind, ne? Also, aber dennoch, diese 9 Schwerter, die können einen sehr hart treffen, die können einen sehr verletzen.
Die sind schon gefährlich, ja. Man könnte sich hier in negative Gedankenmuster verstricken und so sich selbst wehtun, ne? Schuldgefühle, zu harsche Selbstkritik und Sorge, Ängste über die Zukunft sind dann oft die Folge. Aber ich glaube, du hast in dieser Dekade die Möglichkeit, dich davon zu befreien und da herauszuarbeiten, dich selbst, ne, um dich zu entfalten. Das ist wie dann halt wie so eine Art Endgegner, mit dem man sich hier konfrontieren muss. Die Prinzessin der Scheiben, eine Person der Erde, entweder verweist diese Karte auf dich oder eine Person in deiner Umgebung. Wenn diese Karte auf dich verweist, dann ist hier der Hinweis, dass du dich als Prinzessin der Scheiben selbst verwirklichen sollst. Das würde ganz gut passen, denn die Prinzessin der Scheiben ist eine Erdperson wie du. Du bist ja auch eine Erdperson. Also geht es hier dann schon um Selbstfindung und auch einen Kontakt zu einer jüngeren Seite von dir. Denn die Prinzessin der Scheiben ist schon eine jüngere Person. Vielleicht eine junge Erwachsene, vielleicht auch noch ein Teenager, so in diesen Reifeprozessen, in diesen Reifezustand sind wir hier. Und das könnte so ein Hinweis sein, dass hier etwas aus dieser Zeit in dir ausheilen wird und soll, dass es dir gut tut. Die Prinzessin der Scheiben kann aber auch auf eine andere Person verweisen. Dann haben wir es mit einem Erdzeichen. Könnten womöglich zu tun. Also das ist dann einfacher für dich, diese Person zuzuordnen, aber grundsätzlich kann diese Person jedes Sternzeichen sein, ne? Aber es ist wahrscheinlich, dass sie ein Erdzeichen ist. Eine andere Jungfrau, Steinbock oder Stier. Zwillinge zeigt sich hier auch ein bisschen deutlicher. Die Prinzessin der Scheiben ist eine, also manchmal, also ein Moment noch, genau. Also entweder verweist diese Karte auf dich oder an jemand anderen und manchmal ist es auch wechselwirkend, ne? Oder manchmal sind es auch mehrere Personen. Es wird sich in euren konkreten Leben jeweils ein wenig unterschiedlich darstellen. Die Prinzessin der Scheiben ist eine besonnene, nachdenkliche Person, die eher zurückhaltend ist, vorsichtig, aber auch einfach geduldig und besonnen. Eine Person, die mit sehr viel Aufmerksamkeit, mit sehr viel Neugier, sich neuen Themen widmet, neuen Fertigkeiten sich aneignet, ne? Kann auch manchmal, also jemand, der Neues auch dazulernt, kann auch manchmal ein Lehrling sein, eine Auszubildende, eine Person mit einen Sinn für Ordnung und aber auch einen Sinn für die Natur, für das Hier und Jetzt, für die Gegenwart und das Bodenständige. Was denkt die Prinzessin der Scheiben? Diese Person, es ist interessant, diese Kombination hatten wir auch bei Wassermann. Das war doch Wassermann. Oder war es Widder? Auf jeden Fall, ko diese Kombination kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Ja, okay, die Prinzessin der Scheiben hat sehr viel Gestaltungsspielraum. Diese Person baut sich gerade etwas Neues auf. Auf eine spielerische Art und Weise hat richtig Spaß damit, mit der Welt zu jonglieren, kann sich auch selbst verwirklichen. Betritt mutig und stark die Bühne des Lebens und ist bereit, sich zu zeigen. Ist auch bereit, eine gewisse Rolle zu spielen, ne? Also sich gut darzustellen. Präsentationen, Auftritte jeglicher Art sind hier gut begünstigt. Die Prinzessin der Scheiben kann auch Faszination ausüben oder auch wahrnehmen, ne? Für jemanden. Zwei
Schwert, zwei Stäbe. Hier gibt es schon. Also als diese Person wirst du schon erfahren, dass Konkurrenten oder Konkurrentinnen auf dem um dich herum sind oder Menschen, mit denen du in irgendeiner Form einen Konkurrenzkampf hast oder mit denen du dich auseinandersetzt, Gegenpositionen ausdiskutierst, deine Position erstreitest. Im zwischenmenschlichen Bereich kann das eine ganz spielerische Energie sein, die sich in Flirtereien und gegenseitigen Necken auswirkt. Aber es kann auch so ein Hin und Her. So ein Hin- und Her-Denkprozess darstellen, der diese Person davon hindert, in die eigene Tatkraft und Gestaltungskraft zu kommen. Aber auch nur vorübergehend daran hindert. Dieser Prozess ist wichtig, um halt diese verschiedenen Positionen entweder in sich oder mit einer anderen Person auszufechten. Das ist ein wichtiger Prozess. Und erst wenn man das getan hat, kommt man auf die nächste Stufe. Ne? Dann kommen die drei Stäbe. Oder eben das Ass. Wenn es zurückgeht. Schauen wir mal weiter. Du warst in der Vergangenheit sehr ernst, sehr besonnen. Hattest hier Werte für dich überlegt und warst auch bereit, nach diesen Werten zu handeln. Stier zeigt sich hier besonders. Du hast sehr gewissenhaft gehandelt. Vielleicht war das Thema Ausbildung und Weiterbildung für dich ein Thema. Vielleicht hast du dich hier sehr um eine Weiterbildung bemüht oder hast dich selber weitergebildet und kommst jetzt mit einem neuen Mindset in diese neue Situation. Das ist schön. Ja, also es kann ich hier nur betonen, auch wenn du hier einige Herausforderungen zu meistern hast, es wird sich für dich total leicht anfühlen. Es wird sich unbekümmert für dich anfühlen. Du wirst erstaunt sein, wie erfüllt sich das Leben so anfühlt, ne? Wie leicht es sein kann. Und ich sehe hier sehr viel Liebesglück, auch das Potenzial, sich zu verlieben, Frühlingsgefühle, Optimismus und neue Motivation. Ganz von selbst, ne? Also es wird sich sehr entspannt für dich anfühlen, diese Dekade, liebe Jungfrau. Und das brauchst du auch, denn du baust hier Stärke auf. Du baust hier neue Ressourcen für dich ganz persönlich auf. Neue Energie, so richtig den Akku mal aufladen. Und gleichzeitig lässt du ja hier einige Themen los, ne? Also du erneuerst dich, ne? Die Transformation wird sehr deutlich erkennbar in dieser Legung, finde ich schon. Die Transformation wirst du am Ende der Dekade erfahren, zwischen den 27. und 30. Januar. Und bis dahin baust du halt diese neue Kraft in dir auf und setzt auch Grenzen, hast hier ein vernünftiges Maß für dich gefunden. Und es wird auch irgendwie sehr bereichernd. Du könntest in dieser Energie auch das Gefühl haben, neue bereichernde Impulse zu bekommen. In deiner nahen Zukunft, der Ritter der Schwerter, der tritt davor auf die Bühne. Zwischen den 21. und 27. Januar wirst du einem Ritter der Stäbe begegnen. Wie euer Verhältnis ist, kann ich jetzt schwer abwägen. Aber auch hier gelten unterschiedliche Möglichkeiten. Diese Karte kann auch wieder auf dich verweisen, eine Person in deiner Umgebung. Und manchmal verweist diese Person auch in beruflicher Hinsicht auf einen Anwalt oder jemand, der einen fachlichen Rat für einen hat. Kein emotionalen Rat, sondern einen fachlichen, ne? Einen ganz rationalen Rat. Diese Karte kannst aber auch du selbst sein und dann würde es heißen, dass du hier einen Reifungsprozess erfährst, ne? Von der Prinzessin zum Ritter, dass du hier aber rationaler, konzeptioneller denken wirst. Der Ritter der Scheiben ist eigentlich ein Luftzeichen, ne? Zwilling, Waage oder Wassermann.
ein Mensch, der Konzepte hat und diese Konzepte auch umsetzen möchte, der sehr kalkuliert vorgeht, sehr manchmal einen schlechten Bezug zu den eigenen Emotionen hat. Ein Mensch mit vielen Ideen, sehr wortgewandt, sehr geistreich, mit einem guten Urteilsvermögen. Ja, dieser Mensch hat viele Ideen. Ja, genau das, ne? Also dieser Mensch denkt an die Zukunft, arbeitet an Konzepten, überlegt sich, wie man das alles am besten machen kann. Dieser Mensch hat klare Vorstellungen. Und diese Vorstellungen ergeben auch Sinn. Also das ist kein Luftschloss. Das hat schon Hand und Fuß. Und da zeigt sich eine Prinzessin der Schwerter, die wahrscheinlich schon die gleiche Person ist wie die Prinzessin der Scheiben. Manchmal, also es könnte jetzt auch sich um eine dritte Person noch handeln, aber ich sehe hier doch eher diesen Bezug hier. Und eine Paarsituation dann, ne? Zwischen dem Ritter der Schwerter und dieser Prinzessin. Interessant. Wir schauen mal weiter. Du bist sehr motiviert. Du findest die Entwicklung gut. Du bist auch ehrgeizig. Du bist bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Aber in dieser Dekade wird es dir schwerfallen, in die Vollen zu gehen. Es ist noch zu früh. Genieß lieber diese wunderschöne Energie und versuch jetzt nicht gleich zu viel zu wollen. Lass es diesbezüglich langsam angehen, auch wenn du irgendwie schon mit den Hufen scharren könntest und dich so fühlen könntest, als wärst du schon längst in den Startlöchern. Es ist auch wichtig, diese angenehme Seite des Lebens, die Sonnenseiten des Lebens zu genießen. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, in Bezug auf dein soziales Leben, das habe ich hier schon gemeint, dass du dich im Moment so gut abgrenzen kannst. Du wirst dich hier gut abgrenzen können, noch stärker. Und dir wird es wichtig sein, klare Verhältnisse zu schaffen. Offene Kommunikation, dass einfach auch die Grenzen klar kommuniziert sind. In einer gewissen Hinsicht könntest du in dieser Dekade etwas stur sein. Du hast aber sehr viel Selbstgewissheit, sehr viel Selbstwert. Weißt genau, was du für dich willst. Und wirst dich sehr stabil und sicher fühlen. Du weißt auch, was dein Sicherheitsbereich ist. Und da lässt du jetzt gerade nicht so gern eine neue Person rein, aber du weißt ganz genau, wer da reingehört. Du weißt, welche Leute an deiner Seite, loyal an deiner Seite sind und welche Leute dir Stabilität verschaffen. Und das wirst du mehr denn je in dieser Dekade zeigen und kommunizieren und danach leben. Ja, du möchtest nämlich schon eine Vertiefung deiner bisherigen Verbindungen. Du willst jetzt keine neue Verbindung. Du willst, dass die alten Verbindungen sich vertiefen, dass die inniger werden. Du tust das, was du dafür tun kannst. Und zwar, indem du deine Vorstellung klar kommunizierst, indem du Fakten schaffst und klare Verhältnisse durchsetzt, ne? Aber was dir fehlt, ist eine gewisse Emotionalität in deinen sozialen Kontakten. Also versuche besonders auf die empathische, also ein wenig empathischer zu sein als sonst. Ja, ich glaube, dass damit erreichst du dein Ziel eher. Das wird dir helfen, wenn du dich so ein bisschen auf die anderen mehr einlässt. Jedenfalls die Menschen, die innerhalb dieser Burg sind, die das auch verdienen, dass du das tust.
die sich einfach dein Vertrauen, deine Zuverlässigkeit, deine Freundschaft, deine Liebe verdient haben. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Und du wirst neue Liebe erfahren. Und in dieser neuen Liebe wirst du transformieren. Du wirst neue Verbindungen zu deinen Mitmenschen erfahren und eine neue Liebe zu dir selbst finden, einen neuen Bezug zur Liebe. Das Universum reicht dir quasi, wenn sobald du transformierst, einen Kelch, ne? Als Dank dafür, für deine harte Arbeit, für deine Mühe und den Mut, so weit gegangen zu sein. Dass du auch nach deinen Werten lebst, das wirst du jetzt merken, dass es einfach gut ist, dass es einfach das Richtige ist und dass es dich auch erfüllt. Ja, eine sehr schöne Dekade. Wenn das hier eine Liebesbeziehung ist, ne, mit dem Ritter oder einen dieser Prinzessin, dann wird sich diese Verbindung sehr intensivieren. Du wirst dich dann auch sehr gerade aktuell auf deine Beziehung konzentrieren. Lässt da auch irgendwie niemanden anderen an diese Beziehung ran. Schottest die ab und möchtest diese Beziehung auch vor negativen äußeren Einflüssen bewahren. Du möchtest hier Fakten schaffen, klare Verhältnisse und Sicherheit. Und ich finde, es ist sehr wahrscheinlich, dass du das auch bekommst, was du willst, dass du das schaffen wirst und so eben diese neuen Gefühle entwickelst. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Deine Hingabe wird getestet. Hier, bist du wirklich bereit, den Weg des Herzens zu gehen? Ja oder nein, ne? Bist du be bereit, nach deinen eigenen Werten zu handeln, nach deinen eigenen Handlungsmaximen und da keinen Kompromiss zu machen? Ich denke, ja. Deine Hingabe wird getestet, liebe Jungfrau. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung für dich. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du diese Sonnenseiten des Lebens gut genießen kannst, dass du Leichtigkeit findest. Leichtigkeit, alle deine alten Probleme zu überwinden und dass du hier eben diese neue Liebe mit ja, also dass du erfahren wirst und freudig annehmen wirst, diesen Kelch. Ja, von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.